Das ist ja die Frage, das Thema ist ja, was reicht denn Führungskräfte aus? Und ich will auch gar nicht behaupten, dass ich das immer getan habe. Ich habe mich zwar bemüht, aber habe es nicht immer getan. Aber ich glaube, man braucht eine enorme Selbstreflexion. Und Selbstreflexion heißt nicht, sich andauernd mit meinen Bauchschmerzen zu beschäftigen, sondern immer mal neben sich zu gehen und sagen, ist das eigentlich noch sinnvoll? Was löse ich damit aus? Wie ist die Wirkung auf andere? Und nicht so und diesem Zweck zu, dem höheren Zweck oder dem und am Zweck sich zu unterordnen, dass man diese Distanz nicht mehr hat. Jetzt sind Sie so auf die Welt gekommen oder haben Sie das irgendwo durchgelernt? Vater. Vater und Mutter. Also ich bin, glaube ich, sehr klug erzogen worden. Also es war so ein Credo meiner Eltern zu sagen, erstens nimm dich selbst nicht so wichtig. Also mach die Sache, die du machst, mach sie ernsthaft und vernünftig und bemühe dich drum. Aber nimm dich selbst nicht so wichtig. Das Zweite, beurteile Menschen nie danach, was sie haben und was sie sind, sondern nur danach, wie sie sich charakterlich verhalten. Und das Dritte war so ein bisschen auch, ein bisschen Inshallah. Also auch bei der Schule, wenn es mal nicht lief, war es zwar nicht so gut, aber du kommst schon irgendwie durch. Also so ein Gefühl einer Grundgeborgenheit zu vermitteln, dass einem eigentlich nichts passieren kann. Das ist natürlich Quatsch, kann viel passieren, aber wenn man als Kind so erzogen wird, wenn irgendwas ist, wir fangen dich immer auf und nicht wir drücken dich nur, wir pressen dich nur, wir fordern nur Leistung, sondern wenn du scheiterst, wir sind immer für dich da. Ich merke bis jetzt, dass es eine unglaubliche Geborgenheit und Zufriedenheit und Gelassenheit gibt, die andere, die vielleicht anders erzogen worden sind, immer auf Leistung, gedrillt, pass dich an, achte drauf, was die Leute sagen, sondern nicht, machst du für richtig hältst und wenn es schief geht, wir fangen nicht auf. Eine solche Erziehung, die hat mir unglaublich genützt. Und das merke ich bis heute mit meinen 60er Jahren. Rebellentalk, der große Freiheit.com. Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der großefreiheit.com, Jens Alsleben und Jörg Christau in einem sonnigen Hamburg. Moin, moin. So, herzlich willkommen zu unserem neuesten Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Die meisten Hamburger werden ihn kennen und er ist auch über die Grenzen von Hamburg bekannt. Es ist Ole von Beust. Er war erster Bürgermeister in Hamburg und jetzt muss ich lügen, ich glaube von 2001 bis 2009 oder von 2000 bis 2009, das wird er uns gleich erzählen. Ole von Beust ist gelernter Anwalt, wie gesagt Bürgermeister und immer noch sehr erfolgreicher Berater und Unternehmer. Zurzeit wohnt in Berlin, aber er hat uns schon verraten, dass er irgendwann nach Hamburg zurückkommt und ja, am besten erzählt er mehr von sich. Ole, wir freuen uns riesig, dass du dabei bist. Herzlich willkommen in unserem Podcast und erzähl einfach mal was über dich. Moin. Vielen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Vielleicht kurz zu mir. Also ich bin Jahrgang 55, in Hamburg geboren, habe dann Hamburg studiert, Jura. Dort 10 Jahre oder 11 Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet. Dann bin ich umgestiegen in die Berufspolitik, war 8 Jahre Fraktionsvorsitzender der CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft, so heißt das Parlament hier, Oppositionsführer und dann von 2001 bis in der Tat 2010, 9 Jahre erster Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg. Dann habe ich selber aus freien Stücken weder abgewählt noch weggegrault, sondern aus freien Stücken aufgehört mit der Politik und bin in das Beratungsgeschäft eingestiegen. Zunächst knapp 2 Jahre bei Roland Berger, habe mich dann selbstständig gemacht und inzwischen war ich dann Gründer der Beratungsgesellschaft von Beuys und Kollegen, die jetzt 35 Leute hat mit Standorten in Hamburg, Berlin, Köln und Brüssel. Bin allerdings im letzten Jahr aus der operativen Geschäftsführung ausgestiegen und mache noch ausgewählte Projekte selber oder mit der von mir gegründeten Gesellschaft und wohne in Hamburg und Berlin. Also 50-50, aber Hamburg wird Stück für Stück wieder zunehmen und dann ist man wieder zurück in der Heimat. Das in aller Kürze. Okay, super. Danke dir. Ja, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß, dass es 9 Jahre war. Ich weiß nicht, noch 2000 bis 2009 oder 2001 bis 2010. Ja, ist ja lange her. Genau, ist lange her. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage. Seit 98 haben wir uns mal kennengelernt. Und Ole, was uns interessiert, ist gerade in der jetzigen Zeit, Thema Führung ist ja unser Kerngeschäft. Und wir sind gerade in einer schwierigen Situation. Ich möchte mal sagen, weltweit. Und erst Pandemie, lange Zeit und letztendlich haben wir jetzt noch ein größeres Ding vor der Tür. Das ist die ganze Ukraine-Krise.
Und was wichtig ist zu... Ja, lass mich da kurz rein. Wir müssen vielleicht ausnahmsweise heute mal sagen, heute ist der 18. März 2022. Wir nehmen ja auf und senden in der Regel später. Wir wissen ja nicht, was weltpolitisch alles passiert, bis wir dann tatsächlich auf Sendung gehen. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir heute mal senden. Heute ist also Woche 3 des Krieges in der Ukraine gerade angebrochen. Genau. Okay, ja, tatsächlich, das geht ja sehr schnell. Veränderungen sind sehr schnell. Ich weiß noch aus der Zeit, als du Bürgermeister warst, du hattest ja auch so einige Hürden und vielleicht hast du ein paar Ideen, ein paar Tipps für unsere Hörer, für die Führung, für Führungskräfte, Stärke zeigen, Rücken zeigen. Was sind deine Erfahrungen oder deine Skills, wie du mit schwierigen Sachen umgibst, wo Menschen von dir lernen können? Ob Menschen lernen können, weiß ich nicht. Jeder Mensch ist ja auch anders von sich selbst heraus oder anders erzogen im Verhalten. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen zwei Dingen. Einmal der persönlichen Haltung. Wie gehe ich mit jemandem, der Führungsverantwortung hat, mit meinen Mitmenschen oder um es mal altmodisch auszudrücken, Untergebenen oder wie auch immer um. Führung heißt ja auch immer, dass ich ihm der Anführer bin und Leute auch mir zwar partnerschaftlich, aber untergeben sind. Und das Zweite ist, was macht das inhaltlich aus? Was das Erste angeht, also aus meiner Erfahrung sind bestimmte Dinge schon wichtig. Also das Erste ist ganz banal ein höflicher Umgang. Führung berechtigt nicht zur Unhöflichkeit, sondern ich finde, je höher man in der Verantwortung ist, desto mehr muss man höflich und anständig mit seinen Mitmenschen umgehen. Also ganz banal, die Leute nicht anschreien, nicht schikanieren, nicht unfair sein, sich um Fairness bemühen. Das ist alles ein Ausdruck von Höflichkeit und Respekt vor den Leuten, mit denen man arbeitet. Das Zweite ist, sich um Gelassenheit zu bemühen. Das ist auch ein bisschen eine Naturellfrage. Manche Menschen sind von Natur aus gelassen, andere sind immer sehr aufgeregt. Das kann man immer schwer raten, aber möglichst sich nicht verrückt machen zu lassen und so ganz banale Dinge, bei wichtigen Entscheidungen eine Nacht drüber zu schlafen und nicht aus der Hüfte zu ballern, wenn es irgendwie geht. Das ist, glaube ich, für die Haltung ganz wichtig und ganz entscheidend ist aus meiner Sicht, dass man aus der Führungsverantwortung nicht versucht, einen persönlichen Status abzuleiten. Also das zu vermischen mit Ritualen der Macht, wie, was weiß ich, das Zimmer muss das Größte sein, das Auto das Größte, die Uhr die Teuerste, das Essen das Allerbeste, sondern hier in einem, nicht Mittelmaß, aber in einem wohlverstandenen auch Ruhe und Bescheidenheit bleibt und nicht im Statussenken verfällt. Das sind erstmal Dinge, die aus meiner Sicht zum Verhalten eine große Rolle spielen, wie ich mich als Person mit anderen Menschen benehme. Und das Zweite ist die Inhalte. Ich glaube, man kann nur gut führen, wenn man selber weiß, was man will. Das klingt so banal, aber ich kenne genug Leute, die wollten Führungsverantwortung. Als sie die hatten, haben sich darüber gefreut, aber eigentlich gar nicht gewusst, was sie damit anfangen sollen. Und ich muss selber auch Ziele haben für mich selber und auch Ziele für die Einheit formulieren, die ich anführe. Das kann eine Stadt sein, das kann ein Großunternehmen sein, das kann ein mittelständisches Unternehmen sein, kann auch eine Ein-Mann-GmbH sein. Ich muss wissen, was ich eigentlich will. Und das auch etwas konkreter wissen, als zu sagen, ich will hohen Umsatz und hohen Gewinn oder sowas. Sondern ich muss schon sagen, wofür stehe ich inhaltlich und was will ich? Und ich glaube, wenn man das zusammenführen kann, eine Haltung mit einer positiv gelassenen, höflichen Ausstrahlung auf der einen Seite, nicht von Statusdenken geprägt, und auf der anderen Seite selber zu wissen, was man will und das auch vermitteln zu können und andere Leute dafür begeistern zu können. Wenn man diese beiden Säulen hinkriegt, dann hat man schon eine Menge geschafft. Das ist schon schwierig genug. Ja, ich muss da gerade an eine Parallele denken, die Wohnungseigentümergemeinschaft, in der ich unter anderem bin, da kann man diese Regeln und diese Haltung an den Tag legen und dann beißt man sich trotzdem die Zähne aus, weil es eben einfach Leute gibt, die das partout nicht annehmen wollen und sich partout nicht in das gemeinsame Ziel dann reinbegeben, sich da committen drauf. Und dann ist für mich die Frage, wenn die Umstände und die Personen, mit denen man zu tun hat, auf der anderen Seite des Tisches, auf der gleichen Seite des Tisches, dann darauf nicht reagieren und die Situation nicht vorangeht. Also nehmen wir auch mal jetzt die aktuellen Krisensituationen.
Wie kann man sich selber motivieren, als Führungskraft immer wieder die Energie aufzubringen, die Geduld aufzubringen und da nicht irgendwann zu resignieren? Das ist eine interessante Frage. Also wie man in solchen Situationen umgeht, ist natürlich auch eine Frage der Psychologie. Was sind die Ursachen dafür, dass Leute sich eigenartig verhalten? Aus meiner Sicht liegen die vielleicht auch in mir selbst. Manchmal empfindet man ja Verhalten anderer als eigenartig, unpassend oder wenig kooperativ, hat aber selber durch bestimmtes Verhalten die Ursache damit vergelegt. Das ist ja, es fehlt ja mal der Empfängerhorizont. Das heißt, ich selber kann finden, ich bin ganz toll und großartig kompromissfähig und die Leute verstehen das völlig anders und verhärten sich. Also einmal die Frage, habe ich vielleicht selber durch mein Verhalten zu irgendwelchen Missstimmungen beigetragen? Oder was ist die Ursache unabhängig von mir, dass Leute sich so verhalten? Und wenn ich gar nicht weiterkomme, das ist natürlich eine Wohnungseigentümergemeinschaft wieder gleichberechtigt. Das ist anders, als wenn man eine Führungsposition hat, da bin ich irgendwo Vorgesetzter. Und irgendwo muss ich noch entscheiden und auch wenn ich merke, es geht gar nicht, auch vielleicht negative Konsequenzen und Entscheidungen treffen zu Lasten eines anderen, der ein Versand im Betriebe ist oder die. Das ist die Ultima Ratio. Aber die Führung heißt natürlich auch nicht endlos moderieren, sondern irgendwann einmal zum Ergebnis kommen. Wie man sich selber motivieren kann, tja, ich kann das nicht allgemein verbindlich sagen. Ich kann das nur für mich sagen. Ich glaube, man sollte bei jeder Aufgabe, die man hat, das habe ich zumindest immer so gehalten, eine gewisse innere Distanz zu der Aufgabe haben. Wenn ich mich selber mit der Aufgabe zu sehr identifiziere und mein Lebenselixier und das, was ich als Glück oder Unglück empfinde oder mein Lebenssinn empfinde, aus dieser Aufgabe meiner Funktion ableite, dann bin ich natürlich selber auch sehr stimmungsmäßig abhängig davon, wie es gerade läuft. Wenn ich aber mein Glück und das, was für mich das Leben ausmacht, versuche auch unabhängig davon zu wahren, sei es durch Hobbys, sei es durch Privatleben, sei es einfach durch die Kunst, durch Meditation oder wie auch immer Abstand zu schaffen, dann bin ich ein bisschen besser dran, weil ich dann immer wieder rational überlegen kann, was kann ich machen, wenn eine Situation verhakt ist. Wenn ich mit der selber gefangen bin, wird es schwieriger. Und ich glaube, ist auch meine Erfahrung, gute Motivation, Toren sind eigentlich auch nur Leute, die einen gewissen Distanz zu dem Thema haben, zu dem sie motivieren sollen. Sonst wären sie eher Gefangener ihrer selbst. Und so habe ich es hierbei auch in der Politik gehalten. Also ich habe die Aufgabe schon sehr, sehr, sehr wichtig gefunden und auch ernst genommen, aber mich selber nicht für wichtig gehalten, sondern auch gesehen, wie ich Dinge, die mir eine gewisse Entspannung, Gelassenheit und Distanz schaffen, die auch kultiviere. Das finde ich übrigens einen ganz spannenden Aspekt, weil im Moment ist ja so die große Welle überall mit Purpose und Sinn und so weiter, was ja eigentlich bedeutet, dass der Mitarbeiter oder der Mensch eine innere Identifikation hat mit dem, was er tut. Und jetzt sagst du, ja, Identifikation, ja, irgendwo, aber trotzdem noch einen Abstand zu halten. Ja, nicht mit Haut und Haaren fressen lassen. Das ist ja, glaube ich, ein ganz schmaler Grat, oder? Weiß ich nicht, vielleicht ist es, ich weiß nicht, mit der Sinnhaftigkeit, also es gibt ja, wenn man ehrlich ist, auch Dinge im Berufsleben, die für einen keinen Sinn haben, aber mit denen man gut verdient oder macht sie trotzdem. Dann ist der Sinn auf einer anderen Ebene, nämlich dass der Verdienst nachher die Sinnlosigkeit ausgleicht. Ich weiß, es ist heute unpopulär, weil alle in der Arbeit die Frage der Achtsamkeit und des Sinnsuchen, das ist im Moment der Trend. Meine Erfahrung ist, ich habe auch als Anwalt vor allen Dingen auch manchmal Mandanten vertreten, die ich ganz zum Kotzen fand und auch deren Anliegen ohne nicht besonders toll fand, wusste aber, ich habe gut daran verdient. Also ich habe keine Sauereien gemacht, aber es wären Dinge, wo ich gesagt habe, was soll der Scheiß eigentlich? Habe es aber trotzdem gemacht und dann praktisch durch das Honorar mein Schmerzensgeld bekommen. Damit kommt man auch einigermaßen durch. Wenn es nur so ist, ist auch Mist, das ist klar. Aber dass man immer wieder Situationen hat, wo man auch mal Dinge macht, wo sich die Sinnhaftigkeit nicht erklärt, aber ich weiß, unterm Strich muss es eben so sein und gut, dann habe ich in irgendeiner Form eine Kompensation. Also ich finde, ich muss mich nicht immer im Inneren fragen, ist alles sinnhaft, was ich mache? Das geht ja auch fürs Private. Man macht doch auch Privaten. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ich bin begeisterter Sammler von Donald Duck Taschenbücher. Einmal im Monat kommt aus dem Verlag in Stuttgart das lustige Taschenbuch von Donald Duck. Besonders sinnhaft ist das nicht. Aber ich habe einfach Spaß dran, ohne zu fragen, warum. Es freut mich. Jedes Mal, wenn das Ding kommt, freue ich mich. Aber mit Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung hat es eigentlich relativ wenig zu tun. Und daran gibt es immer Dinge, die, da muss man auch mal sagen, ja, was sagt der Kölner oder Hamburger? Es kommt, wie es kommt. Es ist, wie es ist. Und nicht immer nach dem tieferen Sinn fragen.
Das ist meine Art zu leben. Andere müssen ja anders das machen. Nee, das ist gerade ein spannendes Thema, weil es tatsächlich so ist. Es ist ja momentan, wird das ja wirklich, diese Purpose-Diskussion wird ja durch jedes Unternehmen gejagt. Und damit meine ich auch gejagt. Also manchmal frage ich mich auch wirklich da nach der Sinnhaftigkeit, weil das so mit Gewalt teilweise übergestülpt wird. Und jeder muss plötzlich seinen Sinn haben, hat vielleicht nie über Sinn nachgedacht und jetzt muss er plötzlich seinen Sinn haben. Mein Eindruck ist, dass es vielleicht gerade dann auch anstrengend wird, weil eben diese Sinnhaftigkeit jetzt wirklich auch gebogen wird und in alle Richtungen gedrückt wird und wir uns das Leben vielleicht damit sogar noch schwerer machen. Und es sollte ja eigentlich, und das ist ja das Paradoxe, es sollte ja eigentlich leichter werden durch eine Sinnhaftigkeit. Ne? Wenn ich etwas mit Sinn tue, tue ich es leichter. Aber das ist, wenn man so will, schon, ohne das überhöhen zu wollen, eine philosophische Frage, wie ich die Abläufe des Lebens sehe. Mhm. Wenn ich diesen Gedanken der Sinnhaftigkeit postuliere, kann man ja machen, knüpft das ja eigentlich daran, dass alles irgendwelche vernunftsmäßigen, kausalen Ursachen hat. Ob meine Lebenserfahrung ist, es hat nicht alles Ursachen, sondern es gibt Glück und Pech und Shit happens und genauso wie es die Gnade Gottes gibt, gibt es ganz furchtbare Dinge, auf die ich gar keinen Einfluss habe. Und wenn ich weiß, dass nicht alles meinem Einfluss unterliegt, fällt es mir auch etwas einfacher, Dinge zu akzeptieren, die vielleicht für mich keinen Sinn haben im Moment, wo ich vielleicht hoffen kann, dass sich später ein tieferer Sinn einstellt. Und wenn nicht, ist auch nicht so tragisch. Es ist einfach so. Also ich habe eher eine gewisse fatalistische Lebensphilosophie. Ich weiß, heute ist der Trend anders. Nicht? Es wird so getan, als wenn man mit gesunder Ernährung und Sport ein Leben lang gesund bleibt, was Quatsch ist, sondern man trägt ein bisschen zur Gesundheit bei, aber ob man nachher ernsthaft krank wird und nicht, ist auch verdammt viel Glück und Pech, Vererbung oder wie auch immer. Nochmal, das andere hat seine Ursachen, aber nicht alleine. Und wir haben so ein bisschen eine Diskussion, dass alles kausale, bestimmbare, lenkbare Ursachen und Sinnhaftigkeiten hat. Meine Lebenserfahrung ist eine andere. Jetzt muss man natürlich auch, ich sag mal, den Sinngebern sozusagen ein bisschen Unterstützung angedeihen lassen. Wir arbeiten ja beide gerne mit Seligmanns Perma-Ansatz. Seligmann, das ist ein Glücksforscher in USA. Und da steckt der Sinn in einem dieser fünf Buchstaben, nämlich das M wie Meaning. Aber er sagt halt, zum Glück und zu einem erfüllten Leben gehört eben auch noch mehr. Das sind die positiven Emotionen, das ist das Engagement, also ich sag mal, das stärkenorientierte Arbeiten. Ja. Es sind die Beziehungen, Relationships und es ist ja, Accomplishment, also eine Zielorientierung und das Begehen von auch, ich sag mal, das Feiern sozusagen von erreichten Zwischenzielen, also das sich Gewahrsein über das Geschaffte. Und der Sinn ist natürlich nichts, was alles überlagern kann, aber ein Handeln, ohne dass man sich zumindest mal die Frage stellt, passt das zu mir? Ist das etwas, unterstelle ich mich vielleicht einer Aufgabe, die größer ist als ich? Das ist ja durchaus richtig. Und wenn ich jetzt mal auf Ihren Werdegang gehe, Sie haben sich ja auch sehr intensiv einer Sache unterstellt, die größer ist als Sie, nämlich der Bürgermeister einer Stadt. Da haben Sie ja natürlich auch eine Vision gehabt. Das ist ja ein sehr sinnstiftendes Ding, dass nicht jede Tagesordnungspunkt in der Hamburger Bürgerschaft für Sie dann sinnvoll erscheinen muss, um trotz alledem. Das ist ja klar. Und ich bin also schon ein Purpose-Liebhaber deswegen, weil da eine Energiequelle sitzt. Und wenn die Menschen irgendetwas finden, und das ist ja, glaube ich, auch die Idee dabei, wo sie sagen, da docke ich an, das finde ich cool. Fridays for Futures, Ukraine-Hilfe, keine Ahnung, Kinder erziehen, was auch immer, dann gibt mir das einen Sprit in meinen Motor, der eben dauerhaft da ist. Und deswegen finde ich das eigentlich nicht schlecht, das nur nach vorne zu stellen. Das macht natürlich keinen Sinn. Und wir haben heute Morgen, und dann bin ich auch durch, über ein Buch gesprochen, was ich mir gerade gekauft habe, von der Efi Hartmann. Das heißt, ihr kriegt den Arsch nicht hoch. Über eine Elite ohne Ambition. Also es darf natürlich nicht sein, dass alle nur noch eine Work-Life-Balance anstreben, ohne dass sie dann auch tatsächlich hochleisten, weil das ist immer noch eine Bedingung dafür, ne? Wenn ich eins nur einhaken darf, also ich unterstreiche das voll, ich wollte damit ja gar nichts sagen, ich habe versucht am Anfang zu sagen, man braucht ja auch Ziele.
wenn ich nur den Tag hineinlebe, hoffe, es wird alles gut, geht es ja auch nicht, sondern ich muss schon Ziele haben für mich. Und wenn es geht, sogar übergeordnete Ziele, noch besser, wenn ich welche habe, die von mir unabhängig sind. Das macht einen, glaube ich, noch erfüllter. Und ich muss auch sehen, wenn ich sie erreiche und freue mich darüber. Also Stolz ist eine relative Kategorie, aber ich freue mich darüber und darf auch nicht nachlassen, Ziele zu haben. Aber nochmal, ich glaube, dass ich auch Ziel erreiche und nicht kausal automatisch zum Glück führe. Das kann ein Teil sein. Genau. Und das ist schön, wenn das so ist. Aber es gibt manchmal auch Dinge, die ganz aus einem selber herauskommen und man weiß gar nicht, warum. Ich kann zum Beispiel sagen, es gibt Glücksgefühle. Ich weiß gar nicht, Situationen, wo ich so einen absolut glücklichen Moment habe. Und das hängt weder mit Ziel erreichen noch anderen Dingen zusammen, sondern ich habe einfach aus mir heraus ein enormes Glücksgefühl. Trotzdem finde ich, das ist natürlich... Wer hat das immer gesungen? Nanda Muskuri, Glück ist wie ein Schmetterling. Das klingt zwar banal, aber stimmt irgendwie. Der fliegt dann auch weiter. Und auch wenn er weiterfliegt, muss ich gewappnet sein, ein schönes Leben zu haben. Und da brauche ich wieder die Ziele. Aber das nur darauf zu reduzieren, das war der Ansatz. Und das meinte, glaube ich, Jörg Ristau auch. Wenn wir uns nur darum drehen, ist es auch ein bisschen wenig. Genau. Sondern es geht auch um eine Frage der inneren Einstellung zum Leben generell und nicht nur in so messbaren Dingen. Die Japaner, die haben einen sehr schönen Begriff, den ich auch sehr liebe. Der heißt Ikigai. Und Ikigai heißt, wenn du das frei übersetzt, wofür es sich zu leben lohnt. Mhm. Und da geht es jetzt nicht nur um die Sinnhaftigkeit, weil die Frage ist ja auch, was ist Sinn am Ende des Tages? Also meine persönliche Auffassung ist, dass der Sinn des Lebens ist, glücklich zu sein. Und das ist ja schon facettenreich genug. Und die Japaner, die gehen da so ran, dass sie sagen, okay, es muss ein Mix aus verschiedenen Elementen sein. Also es muss die Welt besser machen, es muss mir Geld bringen. Und es muss mich glücklich machen und aus diesen verschiedenen Elementen kommt dann eben, wofür es sich zu leben lohnt. Das kann für den einen bedeuten, er hat einen Schrebergarten und freut sich jeden Tag, dass er in den Schrebergarten geht. Oder eine Modelleisenbahn oder was auch immer. Ja. Genau. Und jemand anderes, der liebt es vielleicht, als Kindergärtnerin zu arbeiten. Klar. Und darum ist für mich Sinn, ne? Und nur das, darum hatte ich das vorhin auch so provokativ gemacht, weil es wird so, als wenn es etwas Großes ist, was man plötzlich irgendwie herschweben muss. Und ich glaube, die Energie, und da hast du gerade von gesprochen, Jens, Energie kommt immer dann, wenn ich eine innere Haltung habe oder ein inneres Glücksgefühl habe und etwas tue, wo ich grundsätzlich Lust drauf habe. Ich sag mal, du warst Bürgermeister, ich behaupte jetzt mal, du hattest grundsätzlich Lust dazu, die Stadt weiterzuentwickeln. Meistens. Aber du hattest nicht unbedingt auf jede Diskussion mit jedem Politiker Lust. Nee, klar. Man muss, glaube ich, auch eins berücksichtigen. Wenn man die Sinnhaftigkeit des Lebens in etwas Höherem sucht, meinetwegen, indem ich mich für höhere Ziele engagiere, ist das auf der einen Seite was sehr Gutes. Was immer sehr verschwommen ist, ist die Grenze der Zweck heiligt die Mittel. Also es gibt Leute, die sagen, das Ziel ist so hoch, dass ich dafür alles machen kann. Mhm. Also ich will versuchen, über ein konkretes Beispiel. Jetzt gab es, es war vor der Ukraine-Krise, da beschäftigen uns ja andere Dinge, hin und wieder Demonstrationen so als Wurmfortsatz von Fridays for Future, wo Leute Autobahnen besetzt haben oder Bahnstrecken oder vor allem Autobahnen oder Flughäfen, weil das Autofahren oder Flugzeugfliegen klimatisch oder klimapolitisch schwierig ist. Und da hieß es ja, aber das ist natürlich eine Nötigung. Als Jurist weiß man das sofort, weil ich hier abnötige, eben nicht zu fahren, wenn er fahren möchte. Aber das Zweck ist eben Klimaschutz. Und das Zweck ist so groß, dass in der Relation ich den Leuten zumuten kann, dass andauernd Autobahnen blockiert und Flughafen blockiert werden. Und da mögen diejenigen, die das machen, einen höheren Sinn empfinden. Nur der endet immer dort, wo ich an die Freiheitsrechte der anderen stoße. Und darum ist die Gefahr, wenn man so eingenommen ist von einem Thema, ohne innere Distanz, von der ich vorhin sprach, dass diese Grenze zum Zweck heiligt die Mittel, sehr fließend wird und auch die Enttäuschung sehr groß ist, weil die Erfahrung lehrt, dass hehre Ziele, wenn sehr, sehr langsam und mühselig erreicht werden. Und manche sind dann enttäuscht über Rückschläge. Darum glaube ich, es ist immer gut, solche Ziele zu haben, auch unabhängig von einem selbst. Aber auch immer wieder zu fragen, ist das richtig? Wo ist meine Grenze? Und eine innere Distanz dazu zu haben. Also mit Feuereifer in die MG-Salven zu laufen, ist nie so klug. Mhm. Aber das setzt ja eine hohe Selbstreflexion voraus. Ne? Bietet sich
sich an, ja. gerade bei Führungskräften. Gerade bei Führungskräften. Also, das ist ja die Frage, das Thema ist ja, was reicht denn Führungskräfte aus? Und ich will auch gar nicht behaupten, dass ich das immer getan habe. Ich habe mich zwar bemüht, aber habe es nicht immer getan. Aber ich glaube, man braucht eine enorme Selbstreflexion. Und Selbstreflexion heißt nicht, sich andauernd mit meinen Bauchschmerzen zu beschäftigen, sondern immer mal neben dich zu gehen und sagen, ist das eigentlich noch sinnvoll? Was löse ich damit aus? Wie ist die Wirkung auf andere? Und nicht so und diesem Zweck zu, dem höheren Zweck oder den, und am Zweck sich zu unterordnen, dass man diese Distanz nicht mehr hat. Jetzt sind Sie so auf die Welt gekommen oder haben Sie das irgendwo durchgelernt? Ich bin Vater. Vater und Mutter. Also ich bin, glaube ich, sehr klug erzogen worden. Also es war so ein Credo meiner Eltern zu sagen, erstens nimm dich selbst nicht so wichtig. Also mach die Sache, die du machst, mach sie ernsthaft und vernünftig und bemühe dich drum. Aber nimm dich selbst nicht so wichtig. Das Zweite, beurteile Menschen nie danach, was sie haben und was sie sind, sondern nur danach, wie sie sich charakterlich verhalten. Und das Dritte war so ein bisschen auch, ein bisschen Inshallah. Also auch bei der Schule, wenn es mal nicht lief, war es zwar nicht so gut, aber du kommst schon irgendwie durch. Also so ein Gefühl einer Grundgeborgenheit zu vermitteln, dass einem eigentlich nichts passieren kann. Das ist natürlich Quatsch, kann viel passieren, aber wenn man als Kind so erzogen wird, wenn irgendwas ist, wir fangen dich immer auf und nicht wir drücken dich nur, wir pressen dich nur, wir fordern nur Leistung, sondern wenn du scheiterst, wir sind immer für dich da. Ich merke bis jetzt, dass es eine unglaubliche Geborgenheit und Zufriedenheit und Gelassenheit gibt, die andere, die vielleicht anders erzogen worden sind, immer auf Leistung, gedrillt, pass dich an, achte drauf, was die Leute sagen, sondern nicht, machst du für richtig hältst und wenn es schief geht, wir fangen nicht auf. Eine solche Erziehung, die hat mir unglaublich genützt. Und das merke ich bis heute mit meinen 60er Jahren. Also wenn ich so drüber nachdenke, wenn mich einer fragt, wie würdest du Ole von Beuys beschreiben, dann würde ich als erstes, wird mir einfallen, humorvoll. Und was ich bei dir schätze, ist, du hast immer, egal wie die Situation war, immer eine Leichtigkeit. Und jetzt ist so die Ursache, ist jetzt mir so ein bisschen klar geworden. Und sehr erzogen, gebe ich also wirklich viel meine Eltern haben da wirklich dran mitgewirkt, ja, glaube ich auch. Und wir hatten neulich auch einen Podcast und da wurde das auch so klar, ach so, mit dem Marcel Janssen, mit dem aktuellen HSV-Präsidenten. Und der hat uns auch erzählt, wie sehr ihn seine Eltern geprägt haben im positiven Sinne, dass er nicht abgehoben ist als Profifußballer. Also ich finde das total ein wichtiges Thema, wie sehr unsere Erziehung uns doch prägt unser Leben lang. Führung beginnt im Elternhaus. Aber man kann auch unverschuldet Pech haben, ne? Das ist klar. Aber das bringt mich auch zum Punkt, jetzt gibt ja Studien, dass überdimensional viele Soziopathen in den Führungsetagen rumlaufen. Ich will das gar nicht beziffern, keine Ahnung, aber was macht man denn was macht man denn mit Leuten, die eben nicht so eine wirklich ausgewogene, auch humanistische, menschzentrierte Erziehung genossen haben, die aber die gleiche Verantwortung tragen müssen und die natürlich auch selbst reflektieren sollten, gutes Führungsverhalten an den Tag zu legen. Kann man das noch lernen? Und wenn ja. Und wie weit kann man das lernen? Na gut, das Soziopath heißt ja nicht, dass sie unvernünftig sind oder doof sind. Und vielleicht können sie es dadurch lernen, dass man ihnen ihren eigenen Vorteil daraus deutlich macht. Wenn ihr naturell schon nicht ist und sie nicht so erzogen ist, dass sie aus einem anderen Verhältnis selber einen eigenen Vorteil haben. Das sind ja meist Leute, die darauf bedacht sind und vielleicht mit einem solchen Argument überzeugt werden können. Wenn es zu schlimm wird, muss man die ausgrenzen. Also man kann nicht jeden für eine Art, die man selber befürwortet, gewinnen. Und irgendwo kommt der Punkt, wo man eine Grenze ziehen muss. Aber das ist abstrakt aus meiner Sicht immer schwer zu beantworten. Ich glaube nur, was für einen selber wichtig ist, wenn man Führungsverantwortung hat, sich von Soziopathen zu versuchen, sich nicht verrückt machen zu lassen. Also zum Beispiel, es gibt ja, kenne ich auch aus der Politik und der Wirtschaft, Leute, die unglaublich viel darüber nachphilosophieren, was wo die anderen über sie sagen oder was ihr Mitbewerber, Vorgesetzter oder wie auch immer, Herr X oder Frau X über sie wohl in Wirklichkeit denken und sagen. Und man müsste sich versuchen anzudressieren, zu sagen, mir ist es schiedegal, was andere über mich sagen und denken.
Mir ist entscheidend, dass sozusagen die Sache klappt und vernünftig läuft. Ob die Leute mich mögen oder was sie von mir denken und auch noch Recherche anstellen oder Leute schicken, die dann ausspionieren und zu gucken, was denken die in der Wirklichkeit über mich, bringt einen keinen Schritt weiter, weil alle immer schlecht über andere reden. Das ist 80% ist es so, dass man lieber lästert und schlecht über andere statt nett redet. Und wenn ich mich davon verrückt machen lasse, aber Soziopathen sind wahrscheinlich 100%, die schlecht reden, weil sie sich selbst so für die Größten halten, wenn ich mich da auf das Spiel einlasse und endlose Strategien mache, was macht wohl der andere und wenn der das macht, was mache ich so? Also so in Eventualitäten denke, aus meiner Sicht geht das immer schief, sondern einfach versuchen, eine möglichst gelassene Distanz zu wahren. Das ist, wenn man das kann, das Beste, was man machen kann. Wenn man, also ich erstmal glaube ich, dass Soziopathen nicht wirklich über sich glauben, dass sie die Größten sind. Das mögen sie gerne die anderen glauben machen. Ich glaube, dieser ganze Kontrollwahn kommt dadurch. Kann Selbstzweifel sein, ja. Genau, sind Selbstzweifel, weil wenn ich wirklich mit mir im Reinen bin, dann ist es mir wirklich scheißegal, was andere über mich denken. Ja. Und das andere ist, ich bin jetzt nochmal wieder auf diesem Thema unserer aktuellen Situation. Also ich glaube, dass ein gutes Rezept wäre halt, wenn Menschen in Krisensituationen diese Leichtigkeit an den Tag legen könnten. Weil gerade wenn du in Führungsverantwortung bist, dann hast du nicht nur Verantwortung für dich selber. So, das heißt, denn auch für andere. Wenn du jetzt selber aber, und da gehe ich jetzt auf das Thema mentale und emotionale Stärke, wenn du selber quasi in Schleudern kommt emotional, weil du Ängste hast, weil du jetzt siehst, okay, die Geschäfte laufen nicht mehr mit der Ukraine oder es gibt ja ganz viele Bereiche, die dieser Krieg jetzt wirklich tangiert und es gibt ganz viele Ängste und jetzt die Frage, was brauche ich für eine innere Haltung? Ist es eher eine mentale Stärke oder ist es eher eine emotionale Stärke? Was brauche ich jetzt am meisten, um da wirklich durch, also ich sehe das immer wie so ein Kapitän im Segelschiff im Sturm, dass ich da gut durchkomme. Ich glaube, man braucht beides. Es ist bloß so schwer zu sagen, wie wird man also intellektuell stark, indem ich sage, ich brauche gute Analysen, ich versuche in Ruhe nachzudenken. Das ist mir so ein Handwerkszeug, wie man sich intellektuell verhält. Nebenbei, darum bin ich auch in der Politik zumindest, in der Wirtschaftsquelle kann ich beurteilen, ob es eine große Rolle spielt, überhaupt kein Freund von Führen per Twitter. Also zu jedem sofort sich zu äußern und eine Meinung zu haben, finde ich verhängnisvoll. Ich kann nur für mich sagen, ich habe zu vielen Dingen nicht sofort eine Meinung. Ich habe vielleicht eine Intuition, aber keine Meinung. Und das rauszuballern, wenn ich Führungsverantwortung habe, finde ich furchtbar. Und das finde ich auch bei vielen Politikern eigenartig. Es gibt doch nicht den Zwang, innerhalb von 5 Minuten zu allem eine Meinung zu haben oder daraus zu hoffen, wenn ich der meist gelikte oder getwitterte Mensch bin, dass daraus eine moralische oder inhaltliche Autorität abzuleiten ist. Sagt doch überhaupt nichts aus. Mhm. Und also dieser blöde Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft, zu versuchen zu sagen, ich denke nochmal nach, rede mit anderen Leuten darüber, schlaft eine Nacht drüber, wenn man das irgendwie hinkriegt, ist eigentlich das Klügste, was man machen kann und nicht aus der Hüfte zu ballern. Das spielt, glaube ich, eine Rolle. Was das Innere angeht, da hat jeder seine eigenen Rezepte. Also ich kenne Menschen, manchmal gehöre ich auch dazu, manchmal nicht, denen das auch mal was zu bringen, zu beten zum Beispiel. Aber das kann ich nicht ich bin gläubig, aber auch nicht fanatisch gläubig irgendwie, aber manchmal bringt eine Zwiesprache zu etwas Höherem, auch eine gewisse Ruhe und ein Grundvertrauen zurück. Aber das muss jeder für sich selber machen. Das kann man auch gar nicht einfordern. Aber ich glaube, einfach mal zu Ruhe zu kommen innerlich und zu versuchen und nicht hektisch um sich zu schlagen, das mag so banal klingen, das ist das Beste, was man machen kann. Mhm. Und ansonsten vielleicht das noch, wie soll ich das ausdrücken? Ich bin mir selber manchmal, was mir überhaupt nicht liegt, ist, wie soll ich das ausdrücken? Ich habe zwar Mitgefühl, aber was ich nicht so nachvollziehen kann, ist ein hochemotionales Fremdtrauern. Also mir tut unglaublich leid, was da passiert. Ich habe auch gespendet und versucht zu helfen, wo ich helfen kann. Aber zum Beispiel, wenn irgendwo etwas Schreckliches passiert, dass Leute da hingehen und Teddys hinlegen oder Blumensträuße. Das ist zwar was Rührendes, aber sozusagen, das ist eine Grad der Emotionalität, die Sorgen und das Leid anderer zu meinem eigenen zu machen,
was mir völlig fremd ist. Also ich finde das anrührend, ich würde das selber aber nie machen. Ich empfinde Mitgefühl. Ich kann auch Trauer mit empfinden. Aber sozusagen nach außen mein Mitgefühl, auch noch kollektiv mit anderen in gemeinsamer Trauer über Leute, die ich überhaupt nicht kenne, als kollektiven Akt zu dokumentieren und damit auch zu manifestieren, finde ich schwierig, weil es mich immer in dieser Trauerspirale gefangen hält. Man kann diese Angst- und Trauerspirale auch ein Lebensinhalt sein, wenn man keinen anderen hat. Das weiß ich auch. Mhm. Nur im Prinzip sollte man lieber sagen, wo kann ich konkret helfen? Also wenn ich sage, ich nehme jemanden auf, ich spende Geld, ich spende Klamotten, ich melde mich als Freiwilliger am Hamburger Hauptbahnhof oder Berliner Hauptbahnhof zum Beispiel, um da Leuten zu zeigen, die hier stranden, wie kann ich ihnen helfen? Ich glaube, das gibt Kraft und das ist das Beste gegen die Angst. Aber sich in eine kollektive Angst auch noch mit irgendwelchen Symbolen hineinzusteigern, ich glaube, das führt genau zum Gegenteil. Ja, aber ich bin kein Psychologe, das ist einfach meine persönliche Haltung. Ja, und das ist etwas jetzt mal so als Beispiel, was wir relativ schnell als Therapeuten gelernt haben. Weil wenn du Menschen dir gegenüber sitzen hast, denen es wirklich dreckig geht, dann kann ein natürlicher Impuls sein, mitzuleiden. Man sagt ja, man spricht ja auch von Mitleid. Nur dieses Mitleid, das schwächt dich dann auch. Das schwächt, ja. Und den anderen auch letztlich. Und den anderen auch. Leid manifestiert. Genau. Ich kann jemanden im Arm nehmen, wenn er leidet, also als körperliche Sache und damit Geborgenheit und Wärme geben, finde ich, das ist völlig okay. Aber an diesem Leid zu partizipieren, statt zu suchen, wie finde ich Wege durch eine Tat, durch etwas zu tun, durch Ziele wieder aus dem Leid herauszukommen, bringt doch viel mehr als das Mitleiden in dem Sinne einer geteilten Emotionalität. Also ich weiß aus dem Militär, dass diese negative Emotionalität, diese Ängste, diese Sorgen, dieses auch, sag mal, wirklich existenzielle, dann auch immer aufgefangen wurde, und das war auch unsere Aufgabe als Offiziere, durch einen Raum, den man den Leuten geben musste im Gespräch. Also das wirklich zu signalisieren, ich sehe dein Leid, ich bin da, ich höre dir zu und ich stabilisiere dich dadurch, dass ich an dich glaube. Und das ist auch etwas, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, in Krisensituationen nicht zu glauben, in der Krise alles alleine bewältigen zu müssen, sondern tatsächlich auch die Leute zu suchen, ganz bewusst, von denen ich weiß, dass sie stabilisierend wirken. Ja. Ich habe jetzt momentan zum Beispiel bei mir, mit mir macht das was als ehemaliger Offizier. Und ich habe gerade heute Morgen mit meiner Frau gesprochen, die super stabilisierend ist zurzeit. Da habe ich auch gesagt, du, ich bin dir echt dankbar, dass du einfach weißt, du bist jetzt da und du bist so zuversichtlich und so klar, weil mich das innerlich aufwühlt und das gibt mir Stabilität. Ja, aber ich glaube nebenbei auch, dass auch hier, also anders, wenn ich zum Glück ist mir bislang weitgehend ernsthafte Krankheiten erspart geblieben, weiß man, wie das kommt, also bin ich nur dankbar und glücklich. Nur ich habe es auch bei anderen Leuten gesehen, wenn man ein riesen medizinisches Problem hat und dem Arzt stehen fast die Tränen in die Augen, ist mir überhaupt nicht geholfen. Yeah. Sondern mir ist lieber jemand, der mir nüchtern sagt, was kann man machen, auch was kann ich machen, um mit der Situation fertig zu werden, sowohl psychisch, aber auch durch irgendeine Tat. Ich finde, wenn man leidet, mir geht es zumindest so, wenn ich wirklich leide, bin ich unglaublich froh, wenn ich eine Aktion habe, wo ich das Gefühl habe, ich kann damit das Leid mindern und mich nicht so mal in der Spirale des immer größeren Leids zu drehen. Aber Menschen reagieren auch verschieden, weiß ich. Ich finde auch nochmal eine körperliche Zuwendung, finde ich auch völlig okay. Aber sich gemeinsam stundenlang in Tränen zu ergießen, hilft im Zweifel wenig. Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das habe ich mal gelernt, ist, dass man Ja sagt. Also wenn du eine Krankheit hast oder wenn du Angst hast und das zu negieren, dann wird das eher stärker. Also alles, was du quasi ablehnst, das wird dann stärker, weil du deinen Fokus darauf richtest. Ja. Leicht zu sagen, bei schweren Krankheiten natürlich. Ne? Ja, und aber auch mit Ängsten. Ne? Wenn du jetzt ein Unternehmenslenker bist, du hast Verantwortung für was weiß ich, ein paar tausend Leute und du siehst, das Schiff läuft gerade auf dem Riff zu, dann kannst du auch sagen, ich habe keine Angst, ich bin stark, ich kriege das hin. Und das wird dir aber nicht helfen, weil du dich damit kaputt machst, sondern dass du dann zugibst, und das ist gerade in der Spitze, wird das ja sehr einsam, dann brauchst du jemanden, mit dem du dann tatsächlich auch dich in irgendeiner Form austauschen kannst.
Und ja. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass du sagst, ja, ich habe Angst und dass es okay ist. Ja. Und, ja, finde ich auch, ja. Und das meinte ich vorhin mit dieser emotionalen Stärke, dass du auch zu deinen Gefühlen stehst und dass es Angst ist dann ein ganz klares Gefühl und dich dazu bekennst. Mhm. Weil ich glaube, sonst ist, machst du es die Sache nur schwieriger für dich und alle anderen auch. So. Auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, wenn an der Situation klar ist, dass man Angst hat, jeder das weiß, sagt, ich habe keine, glaubt mir ja kein Mensch. Genau. Und gerade die Glaubwürdigkeit, die persönliche und die inhaltliche ist für eine Führungsperson, sagen wir, das A und O der ganzen Geschichte. Wenn ich die verliere, kann ich nichts mehr bewirken. Weil dann komme ich auch zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem Krankenhausbeispiel, dann komme ich wieder auch in eine Handlungsenergie, wenn ich es bejahre. Ja. Dann sage ich, okay, ich habe Angst und ich arbeite ich dagegen und Leute, macht ihr mit, ihr habt mit Sicherheit auch Angst, ist ja relativ normal, ja, lasst uns was tun. Aber das ist jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich jetzt Führungskraft bin, muss ich mir dessen auch gewahr sein im Umgang mit meinen Leuten. Also ich muss einfach wissen, die sind jetzt unterschiedlich emotional angepackt und ich muss die unterschiedlich abholen zurzeit, aber ich muss sie abholen, weil die Situation betrifft uns alle in irgendeiner Form und ich muss das adressieren, um die Leute wieder in die Energie und in die Kraft zu bringen. Und dafür musst du dich erstmal abholen. Ja, auch, naja, klar. Und ich muss natürlich auch, wie du gesagt hast, anerkennen, dass es auch was mit mir macht. Aber in der heutigen Zeit, und das ist immer so in der Krise muss ich als Führungskraft nah bei meinen Leuten sein. Ich muss wissen, wo steht jeder und was braucht jemand, um wieder in die Kraft zu kommen. Das heißt, der Fokus momentan ist mehr auf der Menschseite als auf der fachlich-inhaltlichen Priorität aktuell zuerst auf die Mitarbeiter. Und jetzt haben wir, nächste Woche gehen dann die Leute wieder vom Homeoffice in die Arbeit. Die Homeoffice-Pflicht entfällt ab dem 20. Da kommen Leute wieder zurück ins Büro, die alleine jetzt waren die ganze Zeit in einer Ukraine-Krise mit wieder steigenden Fallzahlen. Und ich muss als Führungskraft im Unternehmen, in der Politik, in der Wirtschaft tatsächlich jetzt wirklich mir gewahr sein. Ich muss Platz machen für das Gespräch. Ich muss die Leute auffangen. Ich muss gucken, wie geht's denen. Mhm. Und deswegen ist es so, Thema Führungskraft, man macht das ja auch tatsächlich auch umgangssprachlich so, der ist außer sich. Also der ist nicht nah bei sich. Ja, genau. Ja. Und wenn ich jetzt eine Führungskraft bin und auch wenn ich Angst negiere, bin ich nicht mehr nah bei mir, sondern bin ich außer mir, weil ich dann irgendwo außerhalb mich von mir aufhalte. Und darum ist die Voraussetzung für Führungskräfte, was du gerade sagst, die müssen, damit sie die Kraft geben können, müssen sie auch nah bei sich sein. Und erst dann, wenn sie nah bei sich sein sind, dann können sie auch ihren Menschen helfen. Und das, glaube ich, wird draußen oft versucht. Ja, ich glaube, dass viele eine gute Absicht haben, Menschen zu helfen, aber sie helfen sich selber nicht. Und das ist ja dieses Typische, was im Flugzeug immer gesagt wird, wenn die Atemmasken rausfallen, nimm erstmal du eine und dann hilf den anderen und nicht hilf erstmal den anderen und dann nimm irgendwann eine. Und ich glaube, das ist gerade jetzt ganz wichtig, dass die Leute auch, was du auch vorhin sagtest, zur Ruhe kommen. Zur Ruhe kommen. Aber ich glaube, das eine ist Selbstreflexion und natürlich auch bei den Leuten sein. Aber bitte auch mit konkreten Dingen. Also wenn ich nur Verständnis für Angst habe, selber zeige, ohne irgendein Mittel aufzuzeigen, wie man versuchen kann, die Bedingungen, die Angst schaffen, zu reduzieren, bin ich auch verantwortungslos. Und dann sind alle da mit trainerstickter Stimme und sagen, wie furchtbar ist alles. Und damit komme ich auch nicht weiter, sondern ich müsste mir dann auch Gedanken machen. Also wenn Leute mal wegen nach langem Homeoffice zurückkommen, erstens, wie mache ich ihnen überhaupt die Situation am Arbeitsplatz wieder nett? Und sei es, dass ich Strauß Blumen hinstelle oder irgendeine nette Geste habe, dass sie das Gefühl haben, Mensch, schön wieder da zu sein, das muss ganz Großes sein. Das Zweite auch mal, indem ich Testmöglichkeiten schaffe, indem ich genug Selbsttests habe, sage hier, wir wissen, das ist alles schwierig, aber wir versuchen das einigermaßen in den Griff zu kriegen. Und drittens auch mal wegen der Unternehmensfeier mache, so, jetzt seid ihr alle wieder da, jetzt gehen wir mal einen Abend zusammen saufen oder spazieren oder was auch immer, um das Gesamtgehörigkeitsgefühl wieder herzustellen. Das ist auch nicht ganz einfach. Also ich glaube, ich muss schon mir Maßnahmen überlegen, von denen ich meine, dass sie auch gut sind, um die Angst zu minimieren und nicht nur partizipieren, sondern auch minimieren. Absolut, ja. Total, ja. Ja. Jetzt, wenn man vielleicht mal das Thema mehr in die Zukunft richtet, auch mit Blick auf Ihre politischen Kenntnisse, Beziehungen, was ist denn aus Ihrer Sicht auch unter dem Führungsaspekt für die kommenden Jahre Prio 1 im Zusammenhang mit der politischen Führung dieses Landes?
Also es gibt einmal, diese Geschichte in Ukraine offenbart, wie wenig wir eigentlich noch gewusst haben, warum wir für unser Land sind. Und dass Deutschland, Europa mehr ist als ein gutes Einkommen oder relativer Wohlstand, sondern das, wofür eigentlich die Generationen oder Eltern und Großeltern gekämpft haben, wie ganz banale Freiheitsrechte, Toleranz, Respekt, aber auch Abgrenzung und klare Kante gegen diejenigen, die es in Frage stellen. Also die Werte ist immer so ein hochtrabender Begriff, aber das, was macht eigentlich unsere Gesellschaft aus? Was wollen wir eigentlich? Auch im meinetwegen Unterschied zu Russland erst recht oder zu China, nebenbei auch teilweise anders als die USA. Was ist eigentlich ein deutscher und europäischer Patriotismus und was kann man dafür tun? Ich glaube, dass das Thema eine viel größere Rolle spielen wird als bisher. Denn letztlich hat natürlich gerade in Deutschland, vielleicht noch mehr als in anderen Ländern, nach dem Zweiten Weltkrieg das Materielle die Inhalte ersetzt. Deutschland war moralisch am Boden und es ging darum, wieder auf die Beine zu kommen. Wohlstand für alle ist auch alles prima, aber wir haben uns sehr stark definiert über materielle Dinge. Und ich glaube, ergänzend dazu spielt auch eine Rolle, sollen Menschen ja auch gut gehen, aber ergänzend dazu sagen, was hält eine Gesellschaft zusammen? Dafür brauchen wir alle, aber wie gehe ich auch mit denen um, die meine Werte gefährden, sowohl rechts- als auch linksradikale? Wie bin ich wehrhaft, um meine Werte, für die ich leben will, zu verteidigen? Das Wort Verteidigen von Werten spielt ja doch eigentlich gar keine Rolle mehr, sondern es war die Bundeswehr, was die Außenpolitik geht, am Ende. International hat Deutschland sich enorm zurückgehalten und im Inneren gab es rechts und links immer größer werdende Leute mit absonderlichen Dingen und ich finde, also das dort wehrhafte Demokratie ist so eine Phrase, aber zu sagen, was hält den Laden zusammen und was kann ich dafür zu tun, dass es so bleibt, dass wir so weiterleben können, wie wir es wollen? Das ist eigentlich die entscheidende Frage, was man sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Glaubst du, nach deiner Einschätzung, dass das unsere Jugend verändern wird, dass die mehr wieder Rückgrat zeigen und sagen, ich bin, auch wenn das schon fast braun ist, so wird das zumindest in der Gesellschaft gesehen, ich bin stolz darauf, ein Deutscher zu sein und ich verteidige Europäer. Oder meinetwegen auch ja, Europäer. Beides. Ich bin auf meine Heimat ja auch stolz. Also stolz heißt da, man muss immer schauen, stolz heißt ja nicht zu sagen, ich bin besser als die anderen. Nee, sondern genau. Nur, ich bekenne mich zu dem, wie ich bin, ohne zu sagen, dass die anderen schlechter sind. Also das wäre Chauvinismus. Aber ein Patriotismus mit einem positiven Stolz auch heißt, ich will aus diesem Stolz etwas auch für andere machen. Dagegen ist doch nicht einzuwenden. Ich glaube, dass jüngere Leute vielleicht sogar mehr als die Generation vorher, großes Interesse an ideellen Dingen hat. Nicht umsonst, also man kann ja zu für Friday for Future denken, was man will, mir war das auch ein bisschen naseweiß und überheblich zum Teil, aber das ist ein anderes Thema. Nur die Begeisterung auch für Werte, unabhängig vom Materiellen zu stehen, ich glaube, die Bereitschaft dazu ist relativ groß. Auch sogar Opfer zu bringen und sich einzusetzen, sich einzulassen, sich selbst zurückzunehmen. Ich glaube, dass die junge Generation als solche gibt es ja auch nicht, aber dass die Mehrheit durchaus sogar danach Sehnsucht hat, so etwas zu machen und das nicht ablehnt. Das, was denen fehlt, und Gott sei Dank durfte ihnen das fehlen, ist die Wehrhaftigkeit. Ja. Das Einsetzen für das Ideelle, das ist sehr ausgeprägt, muss auch, weil natürlich mit einer Klimakatastrophe im Hintergrund muss man ja auch irgendwie idealistischer sein, als wir das waren. Wir haben ja gedacht, die Welt geht immer so weiter, aber das Wehrhafte, Element, das müssen wir Ihnen jetzt auch im Sinne einer vernünftigen demokratischen Aufklärung auch nochmal näher bringen. Sie kriegen das gerade, das ist ja für die ein totaler Schock, ich habe 3 Söhne, die in den 20ern sind. Okay. Das ist für die, die sind ja fassungslos, ne? Ähnlich wie ich bin ohnmächtig, ärgerlich, wütend, die sind fassungslos, die können das gar nicht fassen. Und machen jetzt langsam, verstehen die, was bedeutet denn eigentlich Freiheit? Und wir müssen ihnen diesen Wert unterstützend erklären, damit sie in die Wehrhaftigkeit dafür auch eintreten können. Und sie haben eben auch von der Gesellschaft bislang keine Verpflichtung bekommen, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Also Wehrpflicht überhaupt, Dienst am Vaterlande und so weiter, das war ja alles in den letzten 10 Jahren, gab es das ja gar nicht mehr. Das heißt, wir haben eine Generation, die müssen wir auch anders einbinden in das Staatsbürgerliche.
Weil wir ich glaube auch, dass der Gedanke der allgemeinen Dienstpflicht, mit der Wehrpflicht, das ist ja auch schwierig, wir wissen ja die ganzen Ungerechtigkeiten, die es da gab und so weiter. Ja, ja, ja. Aber allgemeine Dienstpflicht, dazu kann auch der Dienst an der Bundeswehr gehören, ist gut für junge Leute. Nebenbei muss man sich fragen, warum eigentlich immer nur für junge Leute? Also es ist halt immer überheblich, finde ich, wenn die eine Generation von der nächsten was fordert, sondern man kann ja auch überlegen, was spricht dagegen, dass man mehr Leute pflichtet, meinetwegen in der Feuerwehr was zu machen oder sich mit Roten Kreuz zu engagieren, das ist besser belohne, solche Dinge. Also, dass das Ehrenamt, sich für andere Leute einzusetzen, auch wieder etwas ist, was nicht nur ein paar skurrile Leute machen, sondern dass etwas ist, was ich auch die Menschen abverlange. Vielleicht auch mit gewissen Privilegien, die mit verbunden sind. Also, das ist nicht nur ein Dienst der jüngeren Leute, finde ich. Das ist die Renaissance des Zivilbürgers. Ja, genau so ist es. Ja. Und Zivilbürger heißt hierbei nicht, dass ich hohe Steuern zahle und der Staat macht das schon irgendwie, sondern dass ich das mache. Ja. Ich will mal ein ganz dummes Beispiel nennen. Ich bin ja oft, das ist ganz banal, in Hamburg und Berlin. In Hamburg gibt es so eine Aktion, Hamburg räumt auf. Meist im Februar oder März oder wie auch immer, wenn alles Schnee weg ist und Frost, die Leute mit der Stadtreinigung zusammen sich zusammenfinden, dann kriegen sie so ein Ding zum Aufsammeln von Müll, Mülltüten, die Müllaufruhr führt das ab und die Leute machen, Stadtreinigung führt das ab und die Leute machen ihr Quartier sauber. Ich finde das großartig. Sollte man im Grunde auch ausbauen. Das ist ein Tag oder ein Sonntag, wo es darum geht und hinterher ist die Stadt proper. Ich sehe das in Berlin, wo es diesen Gemeinsinn nicht gibt. Das ist so versifft und verdreckt zum Teil. Aber weil auch keiner diesen Gemeinsinn einfordert. Und ich finde, es gibt so viel Dinge, die banal klingen, die aber das zeigen, ich stehe für meine Stadt ein. Ich will, dass da, wo ich lebe, es schön ist. Ich will auch das andere schön haben. Ich engagiere mich. Es gibt sowas wie Patenschaften für Bahnhöfe, Patenschaften für Bäume an den Straßen, für öffentliche Grünflächen und all solche Dinge. Das kann man auch, das ist nicht nur abstrakt Freiheit und dann die Nationalhymne singen, ist auch schön, aber das sind auch viele kleine Dinge, die man machen kann, die eine Gesellschaft aber verändern können und vor allen Dingen ihr das nötige Rückgrat geben. Ja, und ich glaube, was dadurch gefördert wird, im Kleinen, ist dieses Wir-Gefühl. Ja, genau. Und weißt du, nach dem Krieg, das ist so meine Theorie, nach dem Krieg hatten wir ein großes Wir-Gefühl, also ich jetzt nicht, meine Eltern aber oder auch deren Eltern. Die Not schweißt zusammen, nicht? Not produziert das auch. Wir bauen Deutschland wieder auf und jetzt seit vielen Jahren, also die jetzigen jüngeren Generationen, die haben ja davon auch durch ihre Eltern oder Großeltern schon gar nichts mehr mitbekommen. Für die ist dieses Thema Freiheit und das ist alles da, die sind wirklich Konsumenten in doppeltem Sinne geworden. Und wir sind ja auch eine sehr stark, Hamburg ist ja auch eine ganz starke Single-Stadt. Das heißt also, diese Individualität, die wurde immer höher bewertet als eine Gemeinschaft. Und wenn du etwas erreichen willst, und darum finde ich diese Idee auch mit Feuerwehr und so weiter gut, weil das sind starke Gemeinschaften. Und es ist dass die jungen Leute das wollen, erkennt man daran, weil ich habe jetzt neulich gerade die Info bekommen, dass viele junge Leute freiwillig in die Ukraine gehen, um da zu kämpfen. Weil sie da dieses Wir-Gefühl haben, dieses wir tun etwas, Thema Sinn, wir tun etwas ohne Sinnvolles. Ohne Ausbildung, nicht ganz ohne Risiko. Ne? Nee, klar. Aber ich meinte auch nur das Bedürfnis. Ich meine nur das Bedürfnis der Gemeinschaft, das ist ja da. Ja, natürlich. Ja. Ja. Und ich meine, man muss sich auch alles leisten können. Ne? Man muss sich ja Individualismus oder die Entwicklung hin zum individuellen Denken haben wir als Eltern ja auch ein bisschen befördert. Ne? Mhm. Wir haben ja unseren Kindern erzählt, sie sind alle fast schon gottgleich, sind ja alle großartig und sie sollen alle unbedingt so bleiben, wie sie sind und natürlich auch sollen sich von anderen nichts erzählen lassen und so weiter. Und damit haben wir unsere Kinder natürlich auch in einen Zugzwang gesetzt, dem auch irgendwie dieser Selbstverwirklichung hinterherzulagen. Und wir haben immer gesagt, das Kollektiv, wie zum Beispiel bei den Chinesen, das wollen wir ja gar nicht. Ne? Mhm. So, und jetzt müssen wir da aber auch ein Stück weit zurückrudern und uns wieder auf. Wahrheit liegt in der Mitte. Nicht? Genau. Also, ich war als Kind ein ziemlicher Eigenbrötler und meine Eltern haben mich dann zu den Pfadfindern geschickt. Und das war im Nachhinein toll. Da hat man sozusagen eine Gruppe gelernt, man hat gemeinsame Aufgaben gehabt, man hat Wanderungen geplant. Jeder hatte seinen Part, den er machen musste und hatte eine Pflicht gegenüber den anderen zu erfüllen. Aber das geklappte, freute man sich auch selber. So ganz banale Dinge. Nebenbei eine tolle Einrichtung, gibt es immer noch Pfadfinder. Haben wir ganz guten Zulauf wieder. Aber es gibt auch Jugendfeuerwehren, es gibt auch im Roten Kreuz und andere Hilfsorganisationen, die ja sogar Spaß machen. Wobei ich davor warne zu sagen, die junge Generation heute, die haben alles einfach. Also wenn ich sehe, was die in der Schule oder der Universität lernen müssen, wie ich finde,
eine Fülle von Stoff, wo es weniger um Bildung als Stofffülle geht, wo ich immer skeptisch bin, ob das nun der Stein der Weise ist. Aber einfach haben die es auch nicht. Die haben es auf andere Weise schwierig. Oder Eltern, die meinen, dass sie ihren Kindern in ihrer Kindheit und Jugend neben der Schule auch noch nebenbei mehrere Sportarten und noch Musikinstrument beibringen müssen und die Kinder von morgens bis abends verplant sind, überhaupt keine Zeit mehr haben, mal sie selber zu sein. Das ist auch kein Zuckerschlecken, finde ich. Nee, das stimmt. Also ich glaube auch, man kann auch nicht mehr sagen, das ist die Jugend, sondern es ist total divers. Ja, es gibt die, die du gerade beschrieben hast, dann gibt es andere, die sind total orientierungslos. Und aber letztendlich haben die natürlich auch ihre, also was jeder Mensch ja hat, ist, wie will ich mein Leben gestalten? Und da sind es je nach Generation, gibt es da immer besondere Herausforderungen. Also ich sehe da auch nochmal, um das Thema Führung vielleicht die letzten 2 Minuten über unser Land nochmal anzuknallen. Ich sehe da schon die Politik auch in der Pflicht. Die Politik ist für mich, und würde mich auch mal interessieren, wie Sie das sehen, für mich ist die Bundespolitik ist wie, haben eine Rolle wie die Eltern. Die müssen, als Eltern musst du deine Kinder so aufstellen, dass sie in ihrer Generation überlebensfähig sind. Du musst sie quasi wettbewerbsfähig machen. Und ich erhoffe mir immer, dass die Politik Rahmenbedingungen setzt, damit ihre Bürger und das Land per se wettbewerbsfähig bleibt in dem wirtschaftlichen und politischen Kontext, in dem diese Generation eben heranwächst. Und ich sehe da dann tatsächlich die Führung, die politische Führung jetzt auch in der Pflicht, dieses Zivilbürgertum irgendwo anzustoßen, die Wehrhaftigkeit als ein kostbares und nicht martialisches Gut auch irgendwo wieder zu positionieren und dazwischen wirtschaftlich die Rahmenbedingungen zu bringen, damit wir digital, also technisch, innovationstechnisch, kreativitätsmäßig auch tatsächlich weiter vorne mitspielen. Sehen Sie das ähnlich? Und wenn ja, was glauben Sie, wo stehen wir da? Wie sehr ist die Einsicht in der politischen Kaste da auch und die Umsetzungsfähigkeit gegeben? Und was müssen wir ändern, um dahin zu kommen? Es gibt einen Unterschied zwischen der Bundesregierung und den Eltern. Die Eltern werden nicht gewählt, sondern die sind da und haben eine natürliche jahrelange Autorität hoffentlich. Und die Politiker werden gewählt und wollen gewählt werden. Das ist ein gigantischer Unterschied, weil sie als Eltern natürlich, gerade wenn die Kinder kleiner im Erziehungsprozess sind, ihnen noch einiges abverlangen können. In der Politik, wenn sie wiedergewählt werden wollen, ist es schwer, den Leuten zu viel abzuverlangen. Das heißt, das gibt schöne Situationen, wo man sowas machen kann. Jetzt zum Beispiel wäre so eine, weil alle spüren irgendwie, der Druck ist da, eine Gefahr ist da, die zwingt uns zu ändern. Die muss man nutzen, hat man Beispiele vorhin genannt, die ich für richtig finde. Mhm. Die ist aber nicht immer da. Es gibt Situationen, wo es allen gut geht, wo Leute sich bedanken werden. Und Sie sehen daran ja das Problem der Grünen zum Beispiel, die das Klimaschutz als hehres Ziel haben und versucht haben, wie die Eltern dem Volk beizubringen, was man machen soll, um das Ziel zu erreichen. Und die Mehrheit denkt, hat doch gedacht, Pustekuchen, also Klimaschutz prima, aber ich will weiter im Urlaub fahren, ich will weiter Auto fahren, ich will weiter billiges Fleisch essen. Das heißt, in der Theorie ja, aber bitte mich nicht erziehen. Und das ist schon ein Unterschied. Sie müssen ja immer gucken, was ist auch durchsetzbar. Darum ist das einfach zu postulieren. Man kann sowas nebenbei im kommunalen und Landesbereich manchmal so eher noch machen als auf Bundesebene. Ich erinnere meine Zeit in Hamburg, da haben wir dieses Konzept gehabt, Metropole Hamburg, wachsende Stadt, mit ganz vielen eigenen Beispielen, wo wir auch Ziele vorgegeben haben, messbare. Da ist es doch konkreter. Je abstrakter es wird, desto schwieriger wird es. Und darum nochmal, theoretisch alles okay, aber ich weiß selber als politische Erfahrung, wenn man noch so sehr weiß, irgendwas wäre richtig, aber gleichzeitig weiß, dafür verliere ich die nächste Wahl. Das sind ja auch keine Heiligen, sondern wollen wiedergewählt werden. Und da ist ein Spagat, der ganz schwer zu bewerkstelligen ist. Also ist die Demokratie die falsche Form? Ist erfolgreicher als Diktaturen. Also Diktaturen, wenn man Demokratie haben Schwierigkeiten, Dinge, die gemacht werden müssen, durchzusetzen, schnell voranzubringen. Auf der anderen Seite machen sie längst nicht die Fehler in der Radikalität, die Diktaturen sie machen. Und darum ist immer die Fehlervermeidung unterm Strich immer noch besser, unabhängig von Moral und Werten und so weiter, die damit erfolgte Fehlervermeidung immer noch besser als alles andere. Ja, es ist, glaube ich, auch ein schmaler Grat. Ne? Man könnte ja jetzt sagen,
Man macht die Wahlperioden, also bis die wiedergewählt werden, die macht man länger, aber dann... 5 Jahre, gut, aber dann manifestiert sich die Macht auch zu stark. Genau, und dann hast du also die muss ja kontrollierbar wieder bleiben. Aber ja, was ich daraus höre für mich, und das ist auch ein Appell, den ich jetzt an mich auch nochmal stelle, ist, wir müssen es schaffen, dass das Volk und die Politik wieder mehr im Gleichklang schwingt. Also Volk, Politik, Wirtschaft müssen sich auf die gleichen Ziele auch irgendwo committen, sodass die Politik dann auch im Endeffekt die Chance hat, die Dinge zu gestalten, die das Volk will und die Wirtschaft braucht. Und wir haben jetzt höhere Dinge, die wichtig sind, als jetzt nur Geld zu verdienen und eine Wirtschaftsmacht zu sein. Ja, genau. Ist nur verdammt schwer. Also Frau Merkel zitierte immer gerne Lenin mit dem Spruch, die Wahrheit ist immer konkret genossen. Das ist ein bekanntes Lenin-Zitat. Und mit den höheren Dingen eilen sich schnell. Und wenn es aber um die konkrete Verwirklichung geht, wo sie auch selber Opfer bringen müssen, ist die höhere Weisheit schnell vergessen. Also das sagt sich immer einfacher, als es nachher ist. Da habe ich gestern so ein schönes Bild gesehen. Da steht so ein Mann vorne und schreit, wer will Veränderung? Und alle, ja! Und dann, wer will sich verändern? Keiner regt sich mehr. Ja, genau. Das ist abstrakt und konkret. Ja. Genau. Okay. Aber wir wollen trotzdem positiv schließen mit dem alles festen Glauben, gut, dass die... Genau, alles wird gut. Nina Ruge hat es immer gesagt. Ja, ja, genau. Genau. Vielleicht von Ihrer Seite noch einen Impuls zum Abschluss für die Leute, für unsere Hörer da draußen, die Führungskräfte da draußen in Politik, Wirtschaft. Was haben Sie ihnen noch mit auf den Weg zu geben? Also ein Tipp. Das ist ein Satz schwer. Also, dass man sich auf keinen Fall ermutigen lassen darf vor Rückschlägen, die gibt es immer. Und ich weiß auch, es ist leicht gesagt, da ist man verzweifelt, kaputt, traurig, wie auch immer. Aber die Erfahrung lehrt, wenn man sich selber anständig verhält und versucht, anständig zu verhalten und Ideen hat, von denen man meist, die sind richtig, kriegt man es unterm Strich nachher hin, bei allen Rückschlägen. Okay, also das klingt, also das ist auch unser Ding, das ist eine menschliche Eigenschaft. Damit kann ich auftreten, ne? Ja. Wenn du noch einen Job brauchst. Ja, okay. Wir suchen noch jemanden. Nein, also das ist auch unser Ansatz, das ist halt was du gerade gesagt hast, ist ein sehr menschlicher Ansatz. Und viele suchen immer außerhalb die Lösung, aber sie finden sie in sich. Also das ist so, jetzt mein Resümee. Vielen Dank. Es war sehr, sehr kurzweilig, hat total Spaß gemacht. Und ansonsten alles Gute. Bleiben Sie gesund, munter und weiter so lebendig, positiv, inspirierend. Vielen Dank. Das wird sich bei Ihnen, glaube ich, nicht ändern, Gott sei Dank. Ole, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht. Danke dir. Und tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. Rebellentalk. Der große Freiheit.com.